Hallo und herzlich willkommen. Im letzten Video habe ich dir unter anderem auch davon erzählt, dass es die Möglichkeit geben könnte, einen Monitor zu faken, also einen Monitor mit einem Greenscreen zu beziehen, um ihn zu nutzen, um eigene Videos dort abzuspielen. Ich habe im Laufe der letzten Woche versucht, das zu realisieren. Ich habe einen Monitor auf meinem Dachboden gefunden, einen alten, und habe eben versucht, das nachzubauen. Was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Als erstes habe ich die Kabel entfernt. Gott sei Dank war bei diesem Monitor jedes Kabel einfach nur angesteckt und kein direkt ausgehendes Kabel, das hätte ich sonst abzwicken müssen. Dann habe ich den Monitor einmal ein wenig gereinigt, da er am Dachboden ziemlich viel Staub und so weiter angesetzt hat, und bin dann in die feine Reinigung gegangen. Das heißt, ich habe mit Fensterputzmittel den gesamten Monitor gereinigt, um eben Staub, Fettreste oder sonstigen Schmutz zu entfernen, damit auch die Folie dann später gut auf dem Monitor hält. Bei der Reinigung des Monitors war es mir diesmal egal, dass man Kunststoff nicht mit scharfen Reinigern reinigen darf, weil ich den Monitor ja so und so nicht mehr benutzen werde. Dann habe ich den Innenteil des Monitors einmal ausgemessen, mir das Ganze aufgeschrieben, den Monitor zur Seite gelegt und das Ganze auf die Folie übertragen. Beim Anzeichnen habe ich darauf geachtet, dass ich auf jeder Seite ungefähr einen Zentimeter Spielraum habe, für den Fall, dass ich beim Kleben etwas schief komme oder sonstiges, damit es auf jeder Seite überlappt und ich kann es ja dann später mit einem Teppichmesser schneiden. Noch schnell die Linien nachgezogen, dann mit einer Schere die Folie ausgeschnitten den Monitor wieder her, einmal angepasst, ja, überall genug Platz, dann die Folie abgezogen und angefangen aufzukleben. Hier musste ich feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, die Folie alleine glatt zu streifen. Vor allem dann, wenn du auf einem glatten Untergrund arbeitest, denn so ist mir der Monitor die ganze Zeit hin und her gerutscht. Ein zweites Paar Hände wären recht hilfreich gewesen, beziehungsweise die Verwendung eines Tischtuchs. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, musst du hier darauf achten, möglichst genau zu arbeiten, keine Falten, keine Bläschen reinzubringen, das Ganze schön glattstreifen. Entweder hast du ein professionelles Tool zum Glattstreifen von Folien oder du kannst auch einfach ein Baumwolltuch nehmen. Hier habe ich ein paar Falten reingebracht. Du kannst die Folie dann gleich wieder abziehen und neu feststreichen. Wenn du die Folie komplett verklebt hast, kannst du beginnen, die Ränder zu schneiden. Versuch das nicht so wie ich mit dem Fingernagel. Dabei reißt die Folie unkontrolliert und du hast keine Streifen drinnen. Die restlichen Ränder noch mit dem Teppichmesser abschneiden. Beim Schneiden mit dem Teppichmesser lass dir Zeit, arbeite genau, denn sonst geht es dir wie mir und du hast einige unschöne Ränder, die du dann später noch verkleiden musst. Um diese Ränder zu beheben, habe ich ursprünglich gedacht, versuche ich einen grünen Lackstift zu kaufen. Ich habe im Internet gegoogelt nach einem grünen Lackstift, der hätte aber über 8 Euro gekostet und die Lieferung hätte sicher länger als eine Woche gedauert. Durch eine Freundin bin ich auf die Idee gekommen, in der Drogerie zu schauen, ob ich einen grünen Nagellack finde. Ich habe einen grünen Nagellack gefunden, der ungefähr dem Grün entspricht, das ich hier in der Folie habe. Dieser Nagellack hat mich 2 Euro gekostet, also wesentlich günstiger und sofort erhältlich. Kleiner Nachteil bei diesem Nagellack war, er hat nicht sofort gedeckt. Das heißt, ich musste mehrmals drüber lackieren, um eben die Ränder zu verkleiden. Tja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video helfen.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, damit du die nachfolgenden Videos nicht verpasst. Teile es vielleicht mit deinen Freunden. Ich werde in Zukunft weiter im Bereich Greenscreen ein wenig herumprobieren, aber auch andere Deko-Ideen aufgreifen, die ich irgendwo einmal gesehen habe. Also dann, bis zum nächsten Mal und viel Spaß!